So, hier noch ein weiteres Anleitungsvideo zum Arbeiten mit Wertetabellen auf dem grafischen Taschenrechner. Ich schalte ihn gleich mal ein. Unsere Graphen vom letzten Mal sehen noch so aus mit Zoom Standard. Das nur als kleine Wiederholung. Kann ich sie also immer in diesen 10 bis 10, 10 bis 10 in einer Skalierung Modus zurückversetzen. Unsere Funktionsgleichungen, die wir das letzte Mal aufgeschrieben hatten, haben wir hier. Und wir haben hier also die Möglichkeit, das grafisch darzustellen und hier oben drüber mit dem Befehl Second Graph oder Table können wir also entsprechende Wertetabellen ausgeben lassen. Und zwar für die Funktion y2, y3. y1 lassen wir ja nicht anzeigen. Das können wir nochmal ändern. Und dann sehen wir natürlich auch die Wertetabelle für y1. Um die Wertetabelle für y3 dann zu sehen, müssen wir natürlich hier nach rechts scrollen. So, und da sehen wir auch, das wird also in einer Schritten gemacht und das ist also ganz toll, aber manchmal nicht so hilfreich. Wie kann ich die Vorgaben hier entsprechend ändern? Dafür gibt es die Möglichkeit, bei Table Set entsprechende Einstellungen vorzunehmen. Also Second Window, hier stellen wir die Tabelle ein, hier legen wir fest, wo die Tabelle beginnen soll, an welcher Stelle, also legen wir fest bei 0. Hier legen wir fest, in welcher Schrittweite die Tabellenwerte vorgegeben werden, also die unabhängigen, die X-Werte, die Werte der Argumente. Nehmen wir also mal in 0,5er Schritten. Und hier legen wir fest, dass sie automatisch generiert werden. Und wenn ich das also jetzt gemacht habe, dann kann ich mir hier in der Tabelle, aha, von 0 in 0,5er Schritten automatisch generiert die entsprechend zugehörigen Funktionswerte zu diesen Argumenten anzeigen lassen. Das ist manchmal trotzdem noch ein bisschen kontraproduktiv, wobei man hier natürlich auch größere Schrittweiten wählen kann, zum Beispiel eben auch 50. Alles kein Problem. Damit kommt man also schon eine ganze Menge weit. Aber manchmal will man also ganz spezielle Werte sich anzeigen lassen und für den Fall gibt es die Möglichkeit im Table Set Menü, also hier oben das komplett zu ignorieren und hier unten sich fragen zu lassen, welche Argumente möchtest du für die Funktion einsetzen. Das sieht dann so aus, dass unsere Tabelle zunächst leer ist und erst wenn wir hier also entsprechende Werte eingeben, bekommen wir die zugehörigen Funktionswerte für die genau in dieser Form vorgegebenen Argumente berechnet. Auf diese Art und Weise kann man also sehr schnell und gezielt sich entsprechende Wertetabellen anlegen. Ich hoffe, dass diese kleine Anleitung zum Thema hilfreich war. Viel mehr gibt es in dem Moment zu den Wertetabellen nicht zu sagen. Deswegen ist das Video an dieser Stelle schon zu Ende.